Meine Lieben, ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu diesem neuen Video. Ich möchte euch meinen Monatsrückblick zeigen für den letzten Monat, den Juni. Und ihr werdet wahrscheinlich gleich merken, dass dieses Video in verschiedene Abschnitte aufgeteilt sein wird. Denn ich habe überlegt, ich probiere es mal aus, wie das Ganze funktioniert, wenn ich direkt, nachdem ich ein Buch zu Ende gelesen habe, meinen Eindruck dazu schildere. Und werde einfach jetzt nach jedem Buch oder jedem zweiten Buch, was gerade zu Ende geht, ein kurzes Video aufnehmen und das dann aneinander schneiden. Also es ist ein Versuch. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie euch das dann gefällt. Ich habe jetzt die letzten Tage zwei Bücher beendet, die ich euch gerne zeigen möchte. Zwei, wie sie unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Einmal habe ich von Stephen King den Mr. Mercedes gelesen. Und das andere Buch ist Love to Share. Ja, das kann nicht unterschiedlicher werden, das könnt ihr mir glauben. Also ich fange mal mit Mr. Mercedes an. Also es ist seit ewigen, ewigen Zeiten mein erster King, den ich gelesen habe. Ich habe hier die Hardcover-Ausgabe, die ich mir ausgeliehen habe vom Heine Verlag. Es ist als Roman betitelt, was mich ein bisschen erstaunt. Hat 590 Seiten, ist also für einen King sogar eigentlich eher mittleres bzw. sogar dünnes Buch. Mr. Mercedes ist der Auftakt einer Reihe, nämlich einer Trilogie rund um diesen Inspektor Bill Hodges, der unser Protagonist in diesem Buch ist. Und zwar befinden wir uns in den USA, im Mittleren Westen, in einer mittelgroßen Stadt, wo die Wirtschaftslage nicht gerade berauschend ist und sehr, sehr früh morgens sich vor der Jobagentur eine lange, lange Schlange bildet von arbeitssuchenden Menschen. Und wir lernen auch direkt dort zwei junge Leute kennen und ihre Situation, warum sie dort anstehen. Und eine junge Mutter hat sogar ein Neugeborenes dabei. Sie stehen in der Schlange, weil sie hoffen, einen der angebotenen Jobs ergattern zu können an diesem Tag, denn die Arbeitslosigkeit ist groß. So, und in diese Szenerie in den frühen Morgenstunden rauscht ein Mercedes ungebremst in die Menschenmenge und 8 Menschen sterben. Und sehr, sehr viele werden verletzt und die Polizei kann den Ermittler nicht, kann den Mörder nicht fassen. Das Auto wird später gefunden und auch die Besitzerin dieses Autos, die aber mit dem Tathergang so nichts zu tun hat. Das Auto ist ihr gestohlen worden. Ja, und Bill Hodges, unser Inspektor hier, eine wirklich entzückende Figur. Also ich habe mich ein bisschen in unseren Bill Hodges hier verknallt. Ich finde, das ist so ein toller Ermittler. Er kann sein ganzes Berufsleben lang diesen Fall nicht aufklären. So, jetzt ist er aber im Ruhestand und lebt seinen langweiligen Alltag, sitzt viel vom Fernseher, rostet ein und ist eigentlich sogar fast depressiv. Und plötzlich kommt ein Brief. Und in diesem Brief schreibt der Mercedes-Killer, dass er es ist, kann Details nennen und Bill Hodges fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Er möchte diesen Fall im Nachhinein dann doch noch abschließen. Warum der Killer sich meldet und wie Bill Hodges darauf reagiert und wie es ihn aus seiner Rentnerlethargie reißt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir kriegen auch immer wieder Einblicke in die Täterperspektive. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Es geht in diesem Thriller auch um Ermittlungsarbeit, was eigentlich beim klassischen King nicht so der Fall ist. Und darum hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und viele sagen auch, dass es ein sehr außergewöhnliches Buch ist von ihm, was nämlich mit wenig Horror auskommt und mehr einem Krimi- oder Psychothriller ähnelt. Hat mir grandios gut gefallen. Sehr rasant, sehr schnell zu lesen, weil man einfach gut durch die Seiten kommt. King verliert sich hier auch nicht in seinen berühmt-berüchtigten Längen, wie ich finde. Das Buch ist so knapp formuliert, dass alles Wichtige drin ist, aber eben nichts, was einem langweilen könnte. Ja, also ein schöner, grandioser Auftakt dieser Trilogie. Ich hatte mich kurz mit der Paddy unterhalten, liebe Grüße Paddy, weil ich sie gefragt habe, warum das Buch so alleinstehend ist, sozusagen in dieser ganzen Art von King zu schreiben. Und sie hat mir das so ein bisschen erklärt und das finde ich ganz lieb von ihr, dass sie das gemacht hat. Also vielen Dank nochmal.
Und ich werde die Reihe weiterlesen und sie hat mir auch dann noch einen King empfohlen, den ich danach gerne lesen möchte, um einfach mehr wieder in diese subtile Horror, Geschehnisse reinzuschnuppern. Ich habe irgendwann als Kind, ach als Kind, als Teenager, ich glaube aber, ich war wirklich so 16 Jahre oder so, habe ich S gelesen, ich habe auch Carrie gelesen, ich habe Friedhof der Kuscheltiere gelesen und ich meine auch The Green Mile, da bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Sicher ist, ich habe den Film gesehen. Und die Bücher haben mir damals alle ganz gut gefallen. Aber das King-Universum ist riesig und ich freue mich drauf, dass ich jetzt noch mehr entdecken kann. Ja, dann Love to Share. Beth O'Leary, eine Autorin, die ich vorher nicht kannte. Ich glaube, es ist jetzt auch ihr Erstlingswerk, was in Deutschland jetzt rausgekommen ist. Der Untertitel ist Liebe ist die halbe Miete, ist im Diana Verlag erschienen und zwar jetzt auch ganz frisch. Und genau, 5/2019 und es hat 478 Seiten. Dieses Buch ist ein Liebesroman, was ich in letzter Zeit eigentlich super selten lese. Ich habe früher eine Zeit gehabt, in der ich sowas ganz gerne gelesen habe und irgendwann ist mein Lesegeschmack aber einfach umgeschwenkt zu ja, eher spannenderen Büchern und ich bin von Chicklit und all diesen ganzen Liebesroman-Dingern drumherum auch wirklich eher weit weg. Also das fällt wirklich völlig raus aus meinem eigentlichen Lesegeschmack momentan. Warum ich es trotzdem gelesen habe, ist, dass ich das Buch so sehr ans Herz gelegt bekommen habe von Ruth von Zwischen tausend Zeilen und sie hat es mir ausgeliehen. Und das finde ich ganz, ganz klasse, dass ich das lesen durfte. Dankeschön, Ruth. Sie sagte, wenn du nur ein einziges Liebesbuch, ein Liebesroman im Jahr 2019 lesen möchtest, dann lies Love to Share, weil es ihr so gut gefallen hat. Und als sie geschwärmt hat in einem ihrer Videos, habe ich mir gedacht, ja gut, du probierst es jetzt einfach aus. Und da ich noch parallel ein Buch lese, was ein sehr schwieriges Thema beinhaltet, nämlich die Nachtigall von Kristen Hannah, brauchte ich ein bisschen was Leichtes nebenher, um mich einfach von dieser ja, bedrückenden Stimmung der Nachtigall ein bisschen wieder zu erholen. Und habe ich dann Love to Share gelesen. Und in diesem Buch geht es um einen jungen Mann. Er ist Nachtpfleger in einer Palliativstation und kümmert sich dort um sehr, sehr schwer kranke und sterbende Menschen. Und er ist ein bisschen knapp bei Kasse. So, und er hat die Idee, dass er vielleicht tagsüber seine Wohnung sozusagen für sich selber zum Schlafen und so weiter benutzt und dass er ab 18 Uhr abends, wenn er zur Arbeit aufbricht, die Wohnung ja untervermieten könnte an jemanden, der so einen 9-to-5-Job hat. So, und dann ganz kurzerhand beschließt er, so eine Anzeige aufzugeben und wir lernen dann Tiffy kennen. Tiffy ist unsere weibliche Protagonistin, die Anzeige von diesem Leon liest und sagt, ich bin so, ja, habe so dringend eine Luftveränderung nötig. Sie hat sich nämlich frisch getrennt von ihrem Freund und wohnt aber noch bei dem zu Hause und muss da einfach raus. Der hat sogar schon eine neue Perle mit nach Hause gebracht, eine unmögliche Situation und Tiffy beschließt, also es gibt nur zwei Möglichkeiten auf dem Markt, eine schimmelige WG oder eben diese Anzeige von Leon. Und sie beschließt dort, sich zu melden und ja, kurz zusammengefasst, sie bekommt dann eben den Zuschlag und darf dann sozusagen für die Nächte und die Wochenenden diese Wohnung haben. Ein ungewöhnliches Arrangement, die beiden kennen sich nicht, haben auch nicht wirklich miteinander kommuniziert, da Leons Freundin wegen der Nachtschicht Tiffy eben getroffen hat und in die Wohnung gelassen hat und entschieden hat, die ist unattraktiv genug, dass sie hier bei meinem Freund leben darf. Also Tiffy und Leon leben also jetzt zusammen in dieser Wohnung und teilen sich auch ein Bett. Der eine die linke Hälfte, der andere die rechte Hälfte. Und das Ganze ist natürlich sehr turbulent und chaotisch und sie kommunizieren, ohne sich zu kennen, über Post-its. Und zwar sind die nachher in der ganzen Wohnung verteilt, überall kleine Post-its mit Nachrichten und sie lernen sich sozusagen auf schriftlichem Wege kennen. Natürlich ist das Ganze nicht
nur sofort rosarot und natürlich treffen die sich auch nicht relativ schnell und das Ganze fängt langsam an, sich aufzubauen und ja, etwas persönlicher zu werden, etwas, das auch über diese Post-its sehr intime Details des Lebens des anderen ja, geteilt werden, weil man sich ja einfach nicht kennt. Und im Grunde schreibt man wie an ein Tagebuch, was antwortet sozusagen. Und Leon hat sein Päckchen zu tragen, der hat einen Bruder, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Und Tiffy hat den großen Kampf, über ihre Beziehung hinwegzukommen zu ihrem Ex-Freund. Und ja, wie das Ganze dann ins Rollen kommt und wann die beiden sich dann treffen und wie sie sich dann im echten Leben begegnen und was das Ganze so spannend macht, dass ich es nicht mehr weglegen konnte, das müsst ihr natürlich selber lesen. Also mir haben Tiffy und Leon als Paar total gut gefallen. Ich fand beide sehr interessante Persönlichkeiten. Ich konnte mich in beide sehr, sehr gut hineinversetzen. Ich hatte auch optisch ein tolles Bild von den Zweien. Ich konnte mir die Wohnung sehr, sehr gut vorstellen mit beiden sehr unterschiedlichen Charakteren. Ich habe auch die Nebencharaktere sehr gut ausgearbeitet empfunden und ganz besonders hat mir also Leons Bruder Richie hat es in mein Herz geschafft, den fand ich ganz großartig. Ja, und ihr müsst wirklich, wenn ihr nur im Entferntesten an Liebesromane denkt, wenn ihr im Entferntesten solche Literatur mögt, dann schaut euch Love to Share auf jeden Fall an. Ich glaube, dieses Buch erfährt gerade einen ziemlichen Hype, aber ich meine auch zu Recht, denn mir hat es sehr, sehr gut gefallen und dafür, dass es nicht mein Genre ist und ich ja eigentlich gar nicht in dem Bereich unterwegs bin, hat es von mir 4,5 Sterne bekommen und das will was heißen. Also daher schaut euch Love to Share an, wenn euch Liebesromane nur im Entferntesten auch interessieren. Also vielen Dank für diesen tollen Tipp, liebe Ruth. Ich habe gerade Mittagspause und ich habe gedacht, ich date euch mal direkt ab zu meinem neuen Buch, was ich beendet habe. Ich hatte ja schon zwei diesen Monat gelesen und auch schon zusammengeschnitten. Und jetzt habe ich gerade wieder das nächste Buch durch und bevor ich da was vergesse, was ich erzählen wollte, nutze ich jetzt mal eben kurz die Mittagspause. Boah, das ist so warm hier. Ich bin so am Ölen. Ich hoffe, es ist in Ordnung so für euch. Es sind draußen, glaube ich, 33 Grad und ich habe mich jetzt hier verkrochen. Ganz, ganz furchtbares Wetter ist überhaupt nicht meins. Ich wollte euch nur eben schnell erzählen, ich habe Die Nachtigall durch von Kristin Hannah. Ich glaube, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gezeigt. A, beim Haul, als ich es bekommen habe und auch davon gesprochen beim letzten Video, meine ich. Und jetzt habe ich es durch. Es war ein ganz schön dicker Schinken, wie ihr seht. Wir haben uns das in der Leserunde in ein paar Abschnitte eingeteilt. Darum habe ich da auch die Reiterchen noch drin. Und ich muss euch sagen, das war, glaube ich, ein Jahreshighlight. Es war so ein wahnsinnig tolles Buch. Ich habe da wirklich Rotz und Wasser geweint. Ich habe gelacht. Ich habe Gänsehaut gehabt. Ich ja, kann es eigentlich nur als Lebens Lese-Highlight bezeichnen. Wundervolles Buch. Bin auch froh, dass ich das im Hardcover habe. Das werde ich mir schön in meinen Schrank der Bücher, die bleiben dürfen, packen. Und es ist so richtig ein Buch, was mit mir gemacht hat. Also ich habe, es geht ja um den Zweiten Weltkrieg und um zwei Französinnen, zwei Schwestern, die beide auf ihre unterschiedliche Art und Weise mit diesem ja aufkommenden Krieg umgehen. Und dieses Buch hat mir dieses Zweite Weltkriegsgeschehen so nahe gebracht, wie es in meinem ganzen Leben noch niemand geschafft hat. Also weder in der Schule früher die Lehrer noch Filme, die ich gesehen habe, wobei auch da einige dabei waren, die ich gesehen habe, die wirklich auch sehr, sehr gut waren und das auch das Leid sehr gezeigt haben. Weder die Berichte meiner eigenen Großeltern, die alle auch den Krieg mitbekommen haben. Die einzige, die annähernd mich gecatcht hat, aber da war ich einfach noch sehr, sehr jung und habe das natürlich auch nicht so an mich rangelassen, war eine 93-jährige Jüdin, die in meiner Schulklasse mal zu Besuch war und uns da ja, über das Thema berichtet hat, über die Reichspogromnacht, die sie miterlebt hat, berichtet hat. Das war damals ein sehr beeindruckender Vortrag von der Dame.
Aber trotzdem, Kristen Hanna hat das so geschafft, so geschafft. Ich kann es nicht anders sagen. Also wenn euch nur annähernd eine Geschichte von einer Familie oder von halt zwei Schwestern im Zweiten Weltkrieg in Frankreich interessiert, dann müsst ihr unbedingt dieses Buch lesen. Die Nachtigall gab es wirklich. Das ist eben eine Geschichte, die so stattgefunden hat. Und Kristen Hanna hat das natürlich auf ihre Art und Weise nacherzählt. Und zwar ist das eine Frau in diesem Buch, die eine Fluchtroute für abgeschossene RAF-Piloten über die Pyrenäen nach Spanien gefunden hat, die also mit ganz viel Aufwand und ganz, ganz großer Gefahr RAF-Piloten aus Frankreich über die Pyrenäen nach Spanien gebracht hat, dass sie wieder in Sicherheit waren. Und diese Geschichte ist eben dokumentiert und ist wahr, und Kristen Hanna hat da dieses Buch zugeschrieben. Es ist so, dass sie zwei Frauen gezeichnet hat, die unterschiedlicher nicht sein könnten, zwei Schwestern, die in Paris aufgewachsen sind, und die eine lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter auf dem Land in Frankreich und die andere ist bei dem Vater und haben kein gutes Verhältnis. Der Vater ist selber aus dem Ersten Weltkrieg Kriegsveteran und hat den Krieg auch nicht überwunden, und die Mutter ist verstorben und eine sehr, sehr schwierige Kindheit, und der hat sie dann auch nachher abgegeben, die beiden Schwestern, zu so einer, ja, entfernten Bekannten, die die dann als Mutterstadt aufgezogen hat, aber die hat die halt auch nicht wirklich gut behandelt, die beiden. Und die Ältere ist halt früh Mutter geworden und mit ihrem Mann aufs Land gezogen, und die Jüngere ist ja ruhelos, rastlos in Internaten unterwegs, und immer wieder wird sie auch von der Schule geschmissen, weil sie so nicht ins Klischee passt. Und dann bricht eben der Krieg aus, und der Ehemann von der älteren Schwester, sie heißt Vianne, muss in den Krieg. Und sie bleibt mit ihrer Tochter Sophie allein in diesem Landhäuschen zurück. Und so startet die Geschichte. Die Kriegswehen gehen los, die Judenverfolgung beginnt. Und jeder von beiden muss sich entscheiden, wie mutig er sein kann für seine Lieben, wie mutig er sein kann für die Mitmenschen. Und beide sind auf ihre Art und Weise unfassbar mutig in diesem Buch. Und es ist einfach so tief und es ist so gefühlsgewaltig und groß, diese Geschichte einfach, dass mich das total gefesselt hat. Ich weiß auch, dass da gerade sehr, sehr viele Booktuber dran lesen. Wir wollen nämlich einen großen Hangout machen mit ganz vielen Booktubern, die über dieses Buch dann sprechen. Und ich hoffe, ich kann dabei sein von der Zeit, denn da gibt es so viel noch zu bequatschen. Also ein Wahnsinnsbuch. Ich glaube, ihr habt das bestimmt auch bei der Ruth von Zwischen tausend Zeilen schon gesehen, dass sie über das Buch gesprochen hat und eben gesagt hat, wer mitmachen möchte, soll es jetzt lesen im Juni, dass wir Anfang Juli eine Buchbesprechung zusammen machen mit euch Zuschauern. Und ich kann dem nur beipflichten, das Buch ist wahnsinnig gut. Also mich hat es total beeindruckt. 5 Sterne plus und ein absolutes Lebenslese-Highlight. So traurig es auch zwischendurch war, aber so schön war es auch, und ein sehr, sehr wichtiges Buch. Man sollte es echt gelesen haben. Ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen und auch in der Familie rumreichen, dass da wirklich noch mehr Menschen diese Geschichte lesen. Ich bin ganz begeistert. Ja, das eben zwischendurch aus meiner Mittagspause. Ich wünsche euch einen schönen Tag, und wenn das nächste Buch zu Ende ist, dann geht's Hallöchen, weiter. meine Lieben. Willkommen zum nächsten Teil und meinen nächsten gelesenen Büchern. Ich habe in den letzten 2, 3 Tagen ungefähr 3 Bücher beendet, die mich begleitet haben durch die letzte Zeit. 2 davon in Leserunden und 1 habe ich allein gelesen. Und ich wollte euch mal eben kurz mein Feedback dazu geben. Allein gelesen habe ich von Anne Gesthüsen, Sei mir ein Vater. Das Buch hatte ich mir im Urlaub Anfang des Monats mitgenommen und ich wollte schon länger mal eins von ihr lesen und habe gedacht, ich fange mit diesem hier mal an. Das Ganze ist im Piper Verlag erschienen, hat knapp 420 Seiten und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben.
ein total unterhaltsamer Roman. Es geht hier nämlich um Lili, die ist Französin und die kommt als Austauschschülerin an den Niederrhein zu ihrer Gastfamilie und bekommt dort eine Gastschwester und auch einen Gastvater, den sie sehr ins Herz schließt und auch ihre Gastschwester Hannah, denn mit ihrem eigenen Vater hat sie nicht so viel Glück gehabt, sagen wir es mal so. Und das Ganze ist in ihrer frühen Jugend passiert. Mittlerweile ist Lili aber erwachsen, lebt in Frankreich, in Paris und hat eine kleine Wohnung dort und hat ein Gemälde von ihrem Vater bekommen, das dessen Maler denselben Nachnamen trägt wie sie selber, nämlich Agut. Und sie hat das Ganze halt als Deko in ihrer Wohnung hängen, empfindet das Bild als nicht besonders schön, ist auch nicht besonders hochwertig gemalt, aber sie fand es halt witzig und auch ihr Vater, dass es von irgendeinem Urahn gemalt worden sein muss. So, und jetzt kommt Lili nach einem Spaziergang mit ihrem kleinen Hund zurück in ihre Wohnung und findet diese aufgebrochen vor. Und die Diebe ergreifen die Flucht, schlagen sie mit einem Bilderrahmen nieder und sie verliert auch kurzzeitig das Bewusstsein und stellt fest, dass die Diebe dieses Bild, dieses wertlose Ding, versucht hatten zu stehlen. Und sie fragt sich, warum, denn dass sie überhaupt dieses Bild besitzt, weiß eigentlich keiner. Dass es ein echtes Bild ist, dass es tatsächlich gemalt wurde, weiß eigentlich auch keiner und fragt sich, warum dieses wertlose Stück fast Opfer dieses Raubüberfalls geworden wäre. Und so beginnt diese Reise und sie nimmt das Bild mit nach Deutschland, weil Freunde von ihrem Gastvater oder ein besonderer Freund ihres Gastvaters ein Restaurator für Bilder ist. Und sie wollte ihn fragen, ob er sich vielleicht erklären kann, warum dieses Bild so für Aufsehen erregt. Auf jeden Fall ist das ein Buch, was sehr herzerwärmend ist. Ich finde die Beziehung von Lili mit ihrem Gastvater toll. Ich fand auch die Reise, die die drei dann unternehmen, unter ganz besonderen Umständen sehr herzerwärmend. Ich finde die Geschichte, die man erfährt über die tatsächlich existierende Malerin Georgette Agut, die natürlich hier in diesem Buch nicht historisch korrekt dargestellt wurde, finde ich aber trotzdem sehr spannend. Ich habe auch all die Bilder, die in diesem Buch vorkommen, gegoogelt und man lernt die Malerin in ihrer Jugend kennen. Es ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 1908, 1905, so diese Ecke. Und wir lernen die damalige Zeit, die damalige Kunstszene in Frankreich kennen. Wir reisen in wunderschöne Gegenden in diesem Buch und ja, nicht zuletzt auch an den Niederrhein, eben wo ich auch fast herkomme. Der Niederrhein ist nicht weit weg von mir. Und darum hat mir dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Und falls ihr auch Interesse daran habt, auf einen eine Kunstschatzsuche zu gehen. Wenn ihr Interesse daran habt, an einer besonderen Vater-Tochter-Bindung, all das beinhaltet dieses Buch und ich kann es wirklich empfehlen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das nächste Buch, was ich in einer tollen Leserunde mit meinem Buchclub gelesen habe, mit Ruth von Zwischentausend Zeilen, mit Calliope von Callies Books, mit Claudia von Beauty Butterflies, mit Sarah von Alice im Bücherland und der lieben Ramona von Littera. Also, das war jetzt Werbung. Wenn ihr die Kanäle nicht kennen solltet, unbedingt reinschauen. Wir haben die Spiegelreisende Band 1 gelesen, Die Verlobten des Winters von Christelle Dabos. Und das Buch ist ein ziemlicher Klopper und ich habe ihm 3,5 bis 4 Sterne gegeben. Ich habe am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, in diese Form der Fantasy reinzukommen. Die zweite Buchhälfte fand ich dann aber besser und kann euch auch eigentlich sagen, warum das Ganze nicht mehr Sterne bei mir bekommen hat. Also wir haben hier die Hauptdarstellerin, die Ophelia. Ophelia ist eine junge Frau, die auf der Arche Anima lebt. Die Erde ist in verschiedene Bruchstücke zerbrochen, nachdem es einen großen Riss gab, so nennt sich das. Es gibt noch den Erdkern, der in der Mitte schwebt und alle Bruchstücke schweben sozusagen um diesen Erdkern herum. Und das nennt man Archen.
Und Ophelia kommt aus Anima. Das ist eine Arche, die relativ groß ist. Die Animisten, so nennen sich die Bewohner, haben spezielle Fähigkeiten. Und Ophelia kann die Geschichte von Gegenständen lesen, sozusagen, wenn sie diese mit der Hand berührt. Das heißt, sie berührt zum Beispiel ein Buch und kann sagen, wem dieses Buch gehört hat, wer mit welchen Empfindungen dieses Buch gelesen hat, kann also sozusagen in die Geschichte immer weiter zurücktauchen bis zu den Anfängen dieses Gegenstands. Und die zweite Fähigkeit, die sie hat, ist eben, dass sie durch Spiegel reisen kann. Sie kann eintauchen in lebensgroße Spiegel und aus anderen lebensgroßen Spiegeln wieder herauskommen. Sie kann in kleine Spiegel hineingreifen und kommt mit der Hand dann an anderer Stelle wieder raus. Also das ist so ihre beiden Fähigkeiten. Und Ophelia ist verlobt worden mit einem jungen Mann von einer anderen Arche, nämlich der Arche des Pols, also ganz kalt, ganz eisig und ganz anders als Anima. Und sie lernt diesen jungen Mann dann am Anfang dieses Buches kennen und er nimmt sie mit zur Arche des Pols, und zwar mit einem Zeppelin. Und ihre Tante Rosaline begleitet sie als Anstandsdame sozusagen, und damit geht die Geschichte los. Also 3/4 dieses Buches spielen dann auf der Arche des Pols. Ich kam deswegen so schwierig in diese Geschichte hinein, weil das Worldbuilding super komplex ist. Ich habe erst gedacht, hier auf diesem Bild, das Gebäude hier oder dieses, ja, Ding, was da schwebt, wäre eine Arche. Nein, ist es aber nicht, sondern das ist nochmal was Besonderes in dieser Geschichte. Müsst ihr da natürlich dann selber lesen. Und ich kam deswegen nicht hinein, weil mir der rote Faden so ein bisschen gefehlt hat. Ophelia ist eine Persönlichkeit, die mir relativ nah ist, so vom Ganzen, wie sie so tickt. Sie ist jemand, der eher introvertiert ist, der nicht so ein explodierender nach außen Mensch ist, sondern sie ist eigentlich sehr gerne so mit sich. Sie liest gerne, sie hat halt eine besondere Liebe für die Bibliothek ihres Onkels und ist kein Mensch, der laut ist, sondern sie ist sehr klug und sehr bedächtig in ihren Äußerungen und so weiter. Und sie ist mir nicht ganz fremd, so von ihrem Sein. Trotzdem ist sie mir dann in dieser Geschichte ein wenig zu demütig gewesen. Und zwar, dass diese Hochzeit so bedingungslos von ihr akzeptiert wird, dass sie diesen Mann, den sie da heiraten soll, obwohl sie ihn nicht mag, trotzdem folgt, dass sie diese Gaben, die sie besitzt, nicht so einsetzt, wie ich das gern getan hätte oder sie gesehen hätte, dass sie das tut. Und die ganze Welt ist so komplex, dass man sich erstmal da zurechtfinden muss. Die Magie dieser Welt wird einem nicht besonders gut erklärt. Man muss sie also sozusagen über die Zeit verstehen. Und ich finde, das Ganze hat was sehr Skurriles, so was Alice im Wunderland-mäßiges, ist so ein bisschen drüber irgendwie mit der Fantasy und oft sehr spooky, skurril halt. Und das war am Anfang für mich etwas schwierig. Als ich die Welt dann mir vorstellen konnte, als ich Ophelia besser kennengelernt habe, als ich die Menschen der Arche des Pols verstanden hatte, denn dort gibt es auch 3 verschiedene Clans, die auch noch mal alle miteinander verschiedene Fähigkeiten haben. Ich musste also erstmal richtig eintauchen und dann hat es mir gut gefallen. Dann passierte plötzlich aber auch so richtig viel und es ging richtig schwunghaft in die zweite Buchhälfte hinein und mir hat auch dann das übertrieben Skurrile sozusagen nicht mehr, hat mich nicht mehr gestört, sondern ich fand es plötzlich gut und ich kann daher, also daher hat das Buch auch nicht nur 3 Sterne, denn die Ideen, die da drin verarbeitet sind, diese Fantasy-Ideen sind total innovativ und habe ich vorher auch noch nie gelesen. Und darum kann ich es trotz allem sehr empfehlen. Ihr müsst halt einfach schauen, ob diese, ich sag mal, französisch angehauchte Fantasy, Alice im Wunderland oder auch das letzte Einhorn wurde in unserer Runde sehr oft genannt, so als Inspiration für dieses Buch, so als ja, ähnliche Art von Fantasy. Darum, ja, schaut es euch an, wenn euch Fantasy generell interessiert, ist das sicherlich was für euch. Und ich finde, es macht auch Lust auf
mehr, denn das wird ein Vierteiler. Also es kommen noch drei Bücher raus. Und ich denke auch, dass ich weiterlesen werde. Und das letzte Buch, was ich jetzt hier beendet habe, letzte Woche, habe ich mit Ruth gelesen von Zwischen tausend Zeilen. Es ist der zweite Teil der Ellingham Academy. Den gibt es noch nicht auf Deutsch, darum habe ich ihn auf Englisch gelesen, was aber mir nicht besonders schwer gefallen ist. Ich hatte ja auch einfach nur Schulenglisch damals und nachher in der Oberstufe dann Englisch LK, ist aber halt auch schon sehr viele Jahre her. Von daher musste ich reinkommen ins Englische lesen. Das habe ich halt schon lange, lange nicht mehr getan. Aber dann ließ es sich gut lesen und auch flüssig lesen. Und ja, Ellingham Academy. Es ist ja so, dass wir Band 1 auch in unserem Buchclub gelesen haben und sehr unterschiedlicher Meinung waren und ganz viele wollten nicht weiterlesen, denn das erste Buch hat auf einem riesengroßen Cliffhanger geendet, der alle Möglichkeiten eröffnet hat sozusagen. Und Ruth und ich sind übergeblieben, wir wollten gerne weiterlesen und haben das hiermit auch getan. Und mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Ich fand es deutlich stärker als Band 1. Es geht hier um die Ellingham Academy. Das ist ein Anwesen in Vermont auf einem hohen Berg von Albert Ellingham gegründet. Eine Schule für besonders begabte junge Menschen. Welche Begabungen diese Menschen alle haben, sind völlig unterschiedlich. Unsere Hauptprotagonistin Stevie Bell ist eine junge Frau, die sich total für Krimis und Kriminologie insgesamt interessiert, die sehr klug ist, die sehr eine große Auffassungsgabe hat, die total gerne Puzzleteile zusammenfügt. Und es gibt einen ungeklärten Fall in dieser Historie der Geschichte der Schule Ellingham Academy. Und sie möchte diesen Fall genauer studieren und hat sich daher an dieser Schule beworben, ist angenommen worden und darf dorthin. So, und wir lernen Stevie kennen, wir lernen diese Schule, dieses tolle Anwesen kennen, wir lernen die Mitschüler kennen, die Lehrer kennen und natürlich reisen wir auch zurück in die Vergangenheit der Schulgründung, nämlich sind Iris Ellingham und Alice Ellingham, die Frau und die Tochter des Schulgründers, entführt worden. Und wir wissen bis heute nicht, was mit der kleinen dreijährigen Alice passiert ist. Die Frau des Schulgründers, die Iris, ist irgendwann tot aufgefunden worden. Und im Rahmen dieser ganzen Entführung ist eine junge Schülerin, Dottie heißt sie, die ähnlich wie Stevie auch ein großer Fan von Sherlock Holmes und Agatha Christie und so weiter war, ermordet worden damals. Ja, und mir hat im ersten Buch schon sehr, sehr gut gefallen, wenn wir zurücksprangen in diese Zeit, in der die Entführung stattfand und in diese Zeit, in der Ellingham ein rauschendes Anwesen war mit Festbällen, mit Geheimgängen, mit be sehr besonderen Gästen, die auf diesen Festen zu Hause waren, mit diesem Albert, ein sehr charismatischer Schulgründer, ein sehr reicher Mann, ein sehr exzentrischer Mann. Und ich fand dieses ganze Anwesen mit den Häusern, die heute die Schüler beherbergen und diesem Hauptanwesen und dieser gesamten Entführung rundherum fand ich total spannend. Das ist sogar tatsächlich die heute Zeit, in der Stevie an die Schule kommt, irgendwo überstrahlt hat. Und wir hatten halt gehofft, weil der erste Band auch mit dem Untertitel Was geschah mit Alice betitelt ist, dass wir erfahren in Band 1, was geschah tatsächlich mit der Alice. Und das haben wir eben nicht erfahren. Und darum waren viele enttäuscht davon, dass eben so das erste Buch völlig offen geendet ist. Und wir haben halt hier Band 2 sehr, sehr viel mehr erfahren, sind viel tiefer in die Geschichte eingetaucht, sind viel näher an die Lösung des Ganzen gekommen. Und der Cliffhanger jetzt auf Band 3, der im Januar 2020 erscheinen wird, ist nicht mehr ganz so extrem, wie der nach Band 1 war. Also Ruth und ich waren begeistert von diesem Buch. Ich habe ihm 4,5 Sterne gegeben. Nee, 4 Sterne gegeben und freue mich total auf Band 3. Das lese ich auf jeden Fall weiter. Und ich kann diese Reihe empfehlen. Ich kann sie sogar auch eben empfehlen, auf Englisch zu lesen, denn ich habe sehr vieles da drin sprachlich viel schöner empfunden, als es dann mit der Übersetzung von Band 1 war. Darum
Wenn ihr mal wieder Englisch lesen wollt, kann ich Ellingham Academy, die Trilogie, euch wirklich empfehlen. Ich denke aber, man könnte vielleicht noch ein Stückchen warten, bis eben Band 3 auch erscheint oder in naher Zukunft erscheint. Denn es ist schon wirklich spannend und man möchte dann auch das Ende gerne erfahren. Und jetzt muss ich noch ein halbes Jahr warten. Ja. Hallo, meine Lieben. Letztes Buch für den Monat Juni, Nevermore. Ich habe Band 2 gelesen, Das Geheimnis des Wunderschmieds, und war wieder restlos begeistert. Ich habe euch ja schon zu Band 1 ausführlich berichtet und werde für Band 2 hier auch wirklich ja, nicht spoilern, nichts dazu sagen. Die Geschichte von Morrigan geht einfach weiter. Ich habe es total geliebt, ich habe es durchgezogen, in 2 Tagen war es durch und ja, bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich warten muss, bis Band 3 rauskommt. Es ist auf jeden Fall die Geschichte von Morrigan Crow, einem 11-jährigen Mädchen aus der Republik Winterthee, die als verfluchtes Kind sozusagen galt. Und zwar sind die verfluchten Kinder in Winterthee alle am 11. Geburtstag dem Tode geweiht, müssen sterben. Die Familie von Morrigan hat auch keine enge Bindung deshalb zu ihr aufgebaut. Sie ist halt an allem schuld. Der Fluch, der auf ihr liegt, ist, dass sie ist schuld, wenn einer krank wird, wenn irgendwas kaputt geht. Also alles, was Negatives im Leben der Familie von Morrigan passiert, ist halt ihre Schuld. Und sie glaubt das natürlich auch, ist aber trotz alledem ein sehr, sehr starkes Kind. Er hat einen sehr starken Willen, ein sehr starkes Selbstbewusstsein so für sich entwickelt. Und sie bekommt kurz bevor dieser Tod naht sozusagen, bekommt die Familie Besuch von Jupiter North. Jupiter kommt aus diesen Bewohnern der Republik Winterthee nicht bekannten Parallelwelt, nämlich Nevermore. Und verschleppt Morrigan sozusagen, rettet sie vor diesem drohenden Tod, indem er sie eben verschleppt nach Nevermore, und eine wundersame Welt eröffnet sich Morrigan. Jupiter wird ihr Mentor, ihr väterlicher Freund, ihr Ratgeber und führt sie in Nevermore ein. Er wohnt und ihm gehört das Hotel Deukalion. Das ist ein sehr, sehr fantastisches Haus, was sich immer passend zu den Bedürfnissen der Bewohner anpasst und ja, sehr, sehr schön, ach ja, zu lesen ist einfach von diesem Hotel. So ähnlich wie Hogwarts seine Treppen hat, die sich bewegen, oder die Bilder, die lebendig sind, genauso kann man sich das Hotel vorstellen. Es ist einfach fantastisch. Und Morrigan nimmt an einem Wettbewerb teil, nämlich um aufgenommen zu werden in die wundersame Gesellschaft von Nevermore. Also eine ganz tolle Elite-Gesellschaft, in der jedes Jahr nur 9 Kinder aufgenommen werden. Und sie soll eines davon werden. Alle Kinder, die teilnehmen an diesem Wettbewerb, haben ganz, ganz tolle Talente. Und Morrigan fragt sich die ganze Zeit: Was ist denn mein Talent? Ich kann doch gar nichts Besonderes. Ich habe halt diesen Fluch aus Winterthee und ich kann nichts, und hat total Angst vor den Prüfungen, die da auf sie zukommen, findet aber ganz schnell einen ganz tollen Freund, der ihr mit zur Seite steht. Und Jupiter schwört auf sie, er glaubt an sie, und ja, Morrigan muss sich durch diese Prüfungen be begeben. Und was das Ganze so auf sich hat und ob sie das schafft und all die Dinge lest ihr in Band 1, und in Band 2 geht es jetzt halt weiter mit ihrer Geschichte, und ich bin einfach nur verliebt. Also dieses Buch hat sowas von 5 Sterne verdient, ist auf jeden Fall ein Highlight, und ja, alle, die fantastische Geschichten mögen, die zwar eine junge Protagonistin haben, aber eben auch sehr, sehr viel für Erwachsene beinhalten, den kann ich Nevermore sehr ans Herz legen, und ich freue mich auf Band 3, den ich mir bestimmt auch dann in Englisch direkt kaufen werde, damit ich weiterlesen kann. Ich weiß auch gar nicht, wann er rauskommt. Da muss ich mich erstmal schlau machen. Ja, das war auf jeden Fall mein Lesemonat Juni. Ein total toller Lesemonat. Ich fand fast alle Bücher, die ich gelesen habe, so grandios. Also es hat ja keins weniger als 4 Sterne bekommen. Von daher großartiger Lesemonat. Ich bin total zufrieden. Es müssten 7 Bücher gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Mr. Mercedes, Love to Share, Die Nachtigall, The Vanishing Stair, Sei mir ein Vater, ach ja, doch, Die Verlobten des Winters hat, glaube ich, 3,5 oder 4 Sterne bekommen.
Und jetzt Nevermore. Also großartiger Lesemonat. Ich bin total begeistert und ich hoffe sehr, es geht im Juli so gut weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und ihr dürft mir sehr, sehr gerne mal schreiben, was euer Monatshighlight war. Würde mich auch total interessieren. Ich liebe ja immer, mich inspirieren zu lassen oder anfixen zu lassen von euren Kommentaren. Also bitte her damit und bis in den Juli, meine Lieben. Bis ganz bald. Tschüss.